Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute von der Geekvape Aegis oder wie man sie nennen mag. Wie ihr seht, habe ich mir schon einen kleinen Verdampfer daneben gelegt für gleich. Aber gehen wir erstmal auf die Box ein. Auf der Vorderseite haben wir das Logo von Geekvape Aegis. 100 Watt ist eine 100 Watt Box. Also nicht zu hoch, nicht zu tief. Eigentlich ideal. Designed by Justin, Geekvape GM vom Vorsitzenden selber. Warum die Igis? Oder wie sie heißt? Mich hat das hier interessiert. Sie ist nämlich stoß- und wasserfest und kann entweder mit 18650ern oder 26650er Akkus betrieben werden. Und eine 26650er Batterie ist in der Verpackung drin. Bestellt auf cigabuy.com aus dem EU-Warehouse. Hat es, glaube ich, 45 Euro oder so gekostet. Auf der rechten Seite Igis 100 Watt. Hier sehen wir nochmal ein bisschen, wie es aussieht. Attention, this device is designed to avoid damage by accident. Warranty. Ja. Das heißt, man soll es nicht kaputt, wenn es kaputt ist, soll man es nicht mehr ins Wasser schmeißen. Es entspricht einem Militärstandard des 810G516-6. Das heißt, es ist stoßfest. Scratch and Check Code, Made in China. Aegis 100 Watt. Geekvape. Und Geekvape. So, schauen wir mal, ob wir es mit einer Hand rauskriegen. Dadurch, dass ich heute im Mediamarkt war und diese kein Stativ hatten, beziehungsweise kein Universalstativ für Handys und Kameras und ich keine Lust hatte, eine Kamera komplett zu kaufen. Aegis. Aufkleber. Cut the seal to open. Das kriege ich auch nur so hin. Einmal die Seite und einmal die Seite. Ich packe das gerade das erste Mal aus, das Gerät. Ich habe selber nur auf Fotos gesehen und fand es eigentlich ziemlich sexy. Da kommt schnell scharf. So, wir haben es hier in Schwarz, wie man sieht. Den stellen wir aber erstmal wieder zur Seite. Dabei ist ein Pappkarton, wo wahrscheinlich das Ladekabel dann ist. Nein, es ist hier sind die Dichtungen. Und das ist wahrscheinlich der Adapter auf 18650er Batterien. Hier sind auf jeden Fall Dichtungen bei. Bisschen Schaumstoff. Und die User Manuals. Thank you for choosing Geekvape. Ihr habt vielleicht, wenn ihr mein Amit-Video gesehen habt, mitbekommen, dass ich ein eigentlich ziemlich großer Geekvape-Fan bin. Aber ich hatte, das ist meine erste Box von Geekvape selber. Jetzt frage ich mich gerade nur. Da stand auch was von 26650 Battery Included. Holen wir mal den Akkuträger. Was haben wir denn hier? Brauche ich einen Schlitzschraubendreher dafür? Der fühlt sich ziemlich schwer an, ob die da schon drin ist. Schauen wir mal eben nach. Nach oben. Ich mache eine kurze Pause. Und dann sehen wir gleich weiter. So, da ist auch die vermisste Batterie oder Akku. Ich konnte das Ding damit links nicht drehen, mit rechts ging es dann. Das Problem ist, ich habe mir, das ist meine linke Hand und das ist meine rechte Hand. Also bis auf Dreck sind da auch ganz viele Schnitte drauf, weil ich versucht habe, eine Dusche abzusilikonieren und mir dabei das Messer gebrochen ist. Und das kriege ich wahrscheinlich auch, weil es einfach nur weh tut, den Aufkleber nicht ab. Au, au. So. Kleben wir den mal auf den Tisch. Das ist nämlich die 26650er mit 4300 mAh, 35 Ampere, 3,7 Volt, High Drain Rechargeable Battery. Diese kommt jetzt erstmal wieder da rein. Dann kommt der da drauf.
Mal gucken, ob ich welches festgedreht kriege mit einer Hand. Weil man muss erst das Gewinde reindrehen. Erst das Gewinde reindrehen. Beim Schlitzschraubendreher wird das wahrscheinlich deutlich. Ja, und ich habe auf jeden Fall fünf Kreuzschraubendreher hinter mir liegen. Ich schraube es eben kurz an. So, und nachdem man den dann schön angeschraubt hat, klappt man das Ding wieder um. Dreht ihn um. Folie ist noch drauf. Plus-Minus-Taste, Feuertaste, der 510er-Anschluss, da steht noch was drauf. Designed by Geekvape. Ein paar Torx-Schrauben oben. Hier Leder. Hier eine Gummierung. Und hier, ich denke mal, Eisen wird, oder hier Stahl oder sowas wird es sein, Aluminium. Liegt auf jeden Fall super in der Hand. Sieht super aus, meines Erachtens. Ist ein bisschen staubig. Kommt halt aus China. Schauen wir mal, ob Saft drauf ist. Es ist Saft drauf. Sie ist auf 35 Watt eingestellt. 0,17 Coil. No Coil detected. Danke. Ich wollte gerade sagen. So. Wir nehmen jetzt einmal den Melo 300 mit der Sextulpe 0,17 Ohm, 100 bis 300 Watt. Ja, ich weiß, der könnte jetzt etwas übertrieben sein. Aber ich will nicht wieder den Wismar Röhr dampfen, wo mein Tongue Reset drin ist. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ob ich mir gleich einmal die Geschmacksnerven zerschieße oder nicht. So, nochmal ein kurzer Cut, um die Airflow zu öffnen. Gut. So sieht der Melo 300 auf der Aegis aus. Also ich finde, das hier hinten fühlt sich voll geil an. Ja. Melo 300 braucht 100 bis 300 Watt. Setzen wir den mal hoch. Und nach einem Kameraswitch seht ihr dann meine hässliche Fresse. Und gucken, wie er zieht. Also bis gleich. So, da sind wir wieder mit dem Aegis und dem Melo 300, den ich auf 100, den Aegis, den ich auf 100 Watt gestellt habe, welcher hier auch 0,16 Ampere, genau, Ohm erkennt. Volt 4,04 und 3 Puffs habe ich gemacht und wir probieren ihn jetzt einfach mal aus, wie er feuert. Feuert direkt auf Knopfdruck. Das Schlimme ist, ich habe irgendwas Kuchiges dran und ich dampfe nicht gern Kuchiges, weil den Melo 300, den habe ich auch wirklich nur für Notfälle benutzt. Und der kam mir geschmacklich nie so super rüber. Aber jetzt habe ich ihn hier halt drauf. Und es ist was Kuchiges drin. Egal. Funktioniert astrein, der Aegis. Sieht schick aus. Ist ziemlich massiv. Das ist jetzt natürlich einer der Nachteile. Dadurch, dass der hier ziemlich massiv und auch schwer im Gegensatz zum Beispiel zu ihr hier ist. Dies ist deutlich leichter. Aber. Ich denke, wer was richtig Gutes haben will, liegt mit der Geekvape nicht falsch. Beziehungsweise kann nichts damit falsch machen. Noch surrt er nicht, das heißt, er wird auch noch nicht losgehen. Ja, Leute, das war es mit dem Unboxing zum Geekvape. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!